Nummernschilder bringen auch super viel weniger. Aber wir brauchen es halt für den einen Quest, den wir noch haben. Der ist 66% abgeschlossen. Ich weiß, ihr seht ihn nicht gut. Aber das kriegen wir schon hin. Wir müssen da erstmal ein paar mehr Leute hier durchbekommen. Das wäre schon unfassbar hilfreich, wenn einfach ein bisschen mehr durchkommt. Ja? So ein paar mehr, die hier arbeiten, dann kriegen wir auch mal endlich Exportgüter, die auch was bringen. Aber, naja, mal gucken. Die Arbeit kommt bestimmt, unsere Leute hier haben zu tun. Wenn wir, wie gesagt, hier auch oben wird der Bereich weitergebaut. Also wir werden hier ein bisschen deutlich mehr Arbeit, deutlich mehr Zellen, Einzelzellen machen. Arifoy, einen wunderschönen. Grüß dich, hi. Und dann gucken wir halt mal. Ne? Also das sehe ich so relativ entspannt gerade. Unser Knast läuft grundsätzlich mal, auch wenn es hier jetzt nach oben geht. Aber das ist halt Familie, Training, Erholung und so Zeug nach der Nacht halt einfach. Hofgang ist ja jetzt gerade. Da können die alle an den schlimmsten Sachen mal arbeiten. Und in der Früh scheppert es halt ab und zu. Der hat unsere Wache umgebracht. Ja, haut er ab? Was ist das hier? Guck mal, die Knastbrüders. Okay, da das hat auf jeden Fall das als Müll deklariert. Hier, das sind schon wieder der Oberlerchner. Der schon wieder. Ja, der ist jedes Mal dabei, wenn es Stress gibt. Nein, wir haben leider keinen Wachturm da. Hier sitzen sie alle schön auf der Bank. Ja, die meisten machen ja tatsächlich nichts. Hier hat es einen von uns erwischt. Unglaublich. Am Essen scheitert es gerade. Okay, wird schön gegessen. Also das Essen tatsächlich in der Früh könnte man vielleicht ein bisschen nach vorne ziehen, oder? Also den Hofgang ein bisschen noch vorziehen. So, dann machen wir das so. Machen das, warte mal kurz, nee, machen wir hier nochmal Freizeit rein. Machen hier nochmal Essen ein bisschen nach vorne. Haben die auf jeden Fall mehr Luft dafür. So. Hat schon wieder einer irgendwas? Ja, aber war ein Fehlalarm, okay. So. Wirklich wissen, welche Maschine... Was? Okay, meine Lieben. Also, wir versuchen jetzt gerade mal ein bisschen an Geld zu kommen. So nach und nach. Wir verkaufen das Zeug. Ne? Das klappt ja auch. Wir brauchen ständig neue Bäume für unseren Gartencenter. Ja? Unser Gartencenter ist natürlich da gut dabei. Wie gesagt, wenn hier ein Knacki arbeitet, so wie der hier, ne? der kann das schon. Tischsäge und so, ne? Also das klappt schon. Einführung in die Werkstatt hat er auf jeden Fall sicher bestanden. Können wir da eigentlich irgendwas anderes noch machen? Drogensuchtbekämpfung, das machen wir mal. So. Sicherheit, Hygiene, Werkstatt. Tischlerlehre, genau. Da ist noch keiner für geeignet. Angeleitet von Vorarbeiter in Werkstatt. Sitzungsdauer 2 Stunden. Jeder Häftling benötigt Werkbank. Freiwillig praktisch fortgeschritten. Okay, also die müssen schon ein bisschen mehr drauf haben. Dann können die das auch machen. Okay. Kameraüberwachung haben wir noch nicht, Horst-Peter. Tatsächlich noch nicht da. Aber wir fangen jetzt hier auf jeden Fall an. Oder beziehungsweise, was heißt, wir fangen an. Wir machen hier an der Stelle weiter. Kopieren unsere weiteren Geschichten hier. So, machen hier einfach mal weiter am Knastparadies. Warum ist das jetzt blockiert? Achso, können wir ja auch einfache Zelle so machen. So. Es kostet ja mich auch genug, hier so einen Block aufzubauen. Aber Stück für Stück, das reicht mir jetzt erstmal. Dann Restgeld lassen wir, sparen wir wieder. Legen wir auf die hohe Kante. Hier sollte doch eigentlich einer drin sein. Wir haben zu wenig Wachen, oder? Oder ist das, täuscht mich das gerade? Viele ruhen sich hier nämlich auch aus. Cashflow ist negativ, okay. Da müssen wir aufpassen. Das darf nicht schief gehen.
Das darf nicht schief gehen, meine Lieben. So, hier wuselt der rum. Hat der Stapel Verkaufswert. Wahnsinn, oder? Die Wache, die abgestochen wurde. Ne, aber die wüssten ja, dass sie dann generell nachbesetzt werden. Wir setzen... Da ist auch jemand hin. Der ist hier stationiert. Okay, sind die... Machen wir hier mal einen. Und hier mal einen. Und die Hunde machen wir hier raus. So. Angeblich soll der hier frei sein. Müssen wir vielleicht nochmal den Personaleinsatz hier checken. Okay, oder sind die doppelt belegt? Hier oben ist auch einer drin. Warum ist der hier oben stationiert? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Okay, vielleicht haben wir wirklich zu wenig Personal. Bleibst du? Nein, noch nicht. So. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Achso, wir haben ja wieder kein Geld noch. Schwierige Lage. So. Ich bin tatsächlich mal sehr gespannt, was passiert, wenn wir hier mal die ersten richtig geilen Sachen rausbekommen. Was wir dann dafür bekommen. Belohnung für vorzeitige Entlassung. Yay! Und gleich wieder alles für Personalmahlzeiten rausgehauen. Damit hier ordentlich schön der Bacon kommt. Ne? Der Bacon ist wichtig. Was ist das denn hier? Toilette. Ach, wir bauen ja hinten noch den ganzen Knastbereich auf. Das dauert ja alles noch 100 Jahre, bis das losgeht. Das dauert ja alles. So. Aber jetzt ist hier wieder einer stationiert. Also jetzt scheint es zu klappen hier mit dem Stationierungskonzept. Mal gucken. Mal gucken. Ey, wir kriegen voll das Geld durch die Entlassungsgeschichten. Das läuft doch. Wie Länderspiel. Und vor allem jetzt haben wir hier mal jemanden stationiert. Oh, 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 oh. Verärgert. Hundeführer ist verärgert. Warum? Er hat auf jeden Fall hier was gefunden. Lass uns mal eine Tunnelsuche anstarten. Weil hier scheint irgendeiner gräberig zu sein. Nicht, dass hier einer Bob den Baumeister macht. Hm. Aber das hier ist das kurios. Wachen rufen? Okay, nee, das ist okay. Aber das finde ich seltsam hier mit dem Ding. Kann man da irgendwas machen? Irgendwie Tunnelsuche oder sowas? Hier speziell nochmal? Ich mag die Klosuche fast lieber. Razzia? Razzia! Wir checken das mal. Hunde haben auch mal viel... Ah. Okay, jetzt ist es weg. Na gut. Danke, Chat. Es wird alles kontrolliert jetzt. Aber ich kaufe trotzdem, oder ich hole mir trotzdem nochmal 3 Wachen mehr. Einfach nur der Sicherheit halber. Ja? Damit sich die einfach besser ausruhen können auch. Hier wird alles kontrolliert, meine Lieben. Kein Grund zur Traurigkeit. Mach mal Razzia, Tunnelsuche und den Appell, wenn ich das nächste Mal wieder spiele, gab es vorher noch nicht. Okay. Der Appell macht, rufen Sie ja Häftlinge dazu auf, vor ihren Zellen aufzustellen.
Nur während der Schlafzeiten und nachts verfügbar. Ach was, echt? Krass. Hier, die sind alle wach, ne? Völlig verstört. Okay. Wow, 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 okay, jetzt gibt's gleich richtig. Jetzt crasht's gleich hier voll rein. Mal gucken. Guck, voll Stress. Der ist hungrig, ne? Einzelhaft, 3 Stunden, ab dafür. Keine Gnade. Wow, 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 jetzt eskaliert's gleich komplett hier. Essen gab's. Sie wollen Familienbesuche. Oh, wow, wow, jetzt dreht er völlig durch. Oh, den hat's auch erwischt. Wir könnten natürlich auch Folgendes nochmal machen. Wir könnten auch nochmal, also wir haben ab 5 Uhr Freizeit. Ha! Broken Kaiser, Dankeschön für den Raid mit 31 Leuten! Vielen, vielen lieben Dank und erstmal an all die Broken Kaiseraner. Dankeschön! Hallöchen erstmal euch allen! Schön, dass ihr da seid! Herzlich willkommen hier bei Prison Architect! Dankeschön! Broken Kaiser, vielen Dank für den Follow! Vielen, vielen lieben Dank. Hey, hey, na? Wen haben wir denn da? Ach Mensch, so viele Leute. Das ist ja großartig. Lost Lama ist auch mit am Start. Pass auf. Willkommen im Knast, meine Lieben. Herzlich willkommen. Nehmt euch schon mal einen Kittel, ja? Gleich geht's los. Lost Lama, Dankeschön. Schöner Name im Übrigen. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, ey. Was geht? Was habt ihr denn gerade gespielt? Kaisers Mom, grüß dich. So. Porsche, Dankeschön für dein Follow. Vielen lieben Dank. Ich gehe jetzt essen. Benny, du hast recht. Hast du recht. Was willst du machen? Was willst du machen? TXAM TV. TXAM TV. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Fortnite, was? Echt? Hey? Ja, wenn Spaß gemacht hat? Na, das ist erlaubt. Geistesmam, danke für den Follow. Völlig überrascht gerade. Vielen Dank euch. Dankeschön. Idin, vielen Dank auch dir für den Follow. Vielen herzlichen Dank. Luisa Clips, auch dir vielen, vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Und als letzter noch hier Leo Gelde, auch dir vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Follow. Vielen Dank. Ey, vielen Dank euch allen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen hier im Knast, meine Lieben. Und Zen Loili. Dankeschön auch dir für dein Volli. Volli, ja, Follow. So. Edgar Risco, Dankeschön auch dir. Herzlich willkommen. So, meine Lieben. Knast, alle rein, meine Lieben, ja? Einlieferung ist gleich. Alle rein, ja? Neun Zellen werden erst noch gebaut. Ihr müsst so lange auf dem Gang schlafen, aber das kriegen wir schon hin. Ja? Was ist das für ein Spiel? Wir spielen aktuell Prison Architect. Ja? Und Prison Architect ist quasi ein Spiel, wo du da draußen einfach einen Knast bauen darfst. Ja? Und ein Gefängnis leiten und managen musst und schauen musst, dass nicht alles eskaliert. Im Übrigen eskaliert es demnächst. So, weil die Leute wollen Familie. Familie. Wir haben extra dafür einen Besucherraum gebaut, wo man sich dann auch mal besprechen kann.
So, meine Lieben. Okay. Gucken wir mal. So. Sternmulle, grüß dich, hi. Janboy, mach doch nix. Alles gut. So. So, Freunde. Also, passt auf. Das Ding ist jetzt das. Das Ding ist jetzt das. Wir müssen irgendwie an Kohle kommen, das ist wichtig. Ohne Geld läuft hier gar nichts. Wir haben hier unten unsere Baumschule, die ist relativ groß. Wir haben unsere Werkstatt, da kann relativ viel Zeug verarbeitet werden. Das ist so erstmal der Grundsatz. Damit kommen wir ganz gut zurecht, ja? Damit kommen wir ganz gut zurecht. Das Ding ist jetzt folgendes. Wir müssen ja ordentlich Zeug verarbeiten, sonst kommen wir nicht weiter. Und wir brauchen vor allen Dingen neue, frische Knackis, die wir ausbilden können in der Werkstatt. So. Okay. Okay. Warum ist denn das hier oben? Warum dauert das eigentlich so lange? Warum dauert das eigentlich so lange? Wir müssen doch viel schneller... Ach, weil wir... Oh, warte mal. Ich hab einen Plan. Ich habe einen Plan. Einen konnte man noch holen. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Wir haben zu wenig Arbeiter. Ich glaube, das ist generell ein Problem hier. Deswegen geht hier nichts vorwärts gerade. Okay. So. Okay, Freunde. Schauen wir mal. Geld ist wieder da. Wir holen uns natürlich wieder eine Arbeit daran. Immer ein bisschen mehr. So. Okay. Ein bisschen Geld. Wilder, grüß dich, hi. Kommen noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, noch so zwei neue Arbeiter, glaube ich, wären ganz günstig. Wären ganz günstig, können wir machen. Mit zwei weiteren Arbeitern kommen wir der Sache näher. Luisa, ich wünsche dir was. Hau rein. Dike, ja, aber ich will die ja weiterverarbeiten. Ich hab da, will die ja tatsächlich versuchen, wenn es nicht mega hart zu viel wird, ich will ja diese Tischlerausbildung auch irgendwann mal angehen. Und vielleicht kriegen wir das dann besser hin. Vielleicht kriegen wir es besser hin. Weil jetzt da tatsächlich haben wir gerade Bäume gekauft, dann ist rum. Dann ist rum. Okay, wir gehen mal ein bisschen, lassen mal ein bisschen weiterlaufen. Ja, jetzt hier. 304 Ziegelsteine ausgegeben. Belohnung für Entlassung. Sehr gut. Dann lass uns jetzt mal kurz noch mal ein bisschen shoppen gehen. So. Bisschen mehr Leute hier. Gut. Das reicht mir jetzt erstmal. Die haben ja jetzt alle was zu tun. Es ist ja nicht so, dass die gar nichts zu tun hätten, sondern bei denen läuft es hier gerade richtig rund. Und je mehr der hier geht, hier wird ein LKW nach dem anderen. Die kommen noch nicht mal, können noch nicht mal vorfahren. Sonst werden sie schon wieder voll beladen. So muss das. Und nicht anders, meine Lieben. Klicks, ich wünsche dir was, da rein. So. Pace, moinsen. Na, ist gut bei dir. So. Ich mag die winzig kleine Baumfarm. Ja, unser Gartencenter wächst. Aber jetzt kommt langsam mal ein bisschen Liebe hier rein. Ja, schau mal her, der Cashflow läuft. So, jetzt ist Nachmittag. Es wird wieder Essen ausgegeben. Hier wird auch ordentlich was zum Futtern geholt. Legende, ich wünsche dir was, haut auch du rein. Lass dir gut gehen. So. Oh, oh, Moment. Schon wieder einen Tunnel gefunden. Wir warten mal, ob da sich noch was ergibt. Wenn, dann ist, wenn das hier ist, ist das ja tatsächlich gar nicht mal so dermaßen schlimm. Ja, müssen wir mal ein bisschen am Blick behalten. Mit mehr Knackis geht natürlich auch mehr. Ja, das heißt, wenn wir hier oben unseren Plan durchziehen und hier nochmal eine Reihe gegenläufig bauen, dann haben wir hier einen schönen Knastbereich, mit dem man grundsätzlich mal arbeiten kann. Ja? Und ich glaube, mit diesem Knastbereich kommen wir ganz gut hin. Da haben wir auf jeden Fall erstmal
hier schon, was haben wir in der Brauerei? 2, 4, 6, 8, 9. Ja, das ist schon mal ordentlich. 10 wären mir fast lieber. Ich glaube, ich erweitere das nochmal auf 10. Da haben wir 10, 20, 30, 40 Knackis hätten wir. Also wir könnten unsere Kapazität dann mega hart steigern. Aber jetzt muss man aufpassen. Hier werden nämlich auf jeden Fall, müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen anpassen gerade. Denn die Räume dürfen wir auf jeden Fall erstmal nicht zuweisen. Weil sonst kriegen wir nämlich Stress. Sonst sind es nämlich zu viele. Und wir haben ja noch nichts hier gemacht. Hier, da, wir werden rausgeholt aus der Nummer. Das werden natürlich jetzt wahrscheinlich in die Verwahrzelle gepackt. Ja, ja, ja. Die haben natürlich da drüben, da haben die bei 4 Grad zu schlafen. Ist nicht so angenehm. Okay. So, jetzt sind wir hier durch. Lass mal ganz kurz gucken. Räume, Zellen. Aber hier ist nichts mehr drin. Okay, alles klar, passt. Schön. Was all that we knew when this song was still new, when this all was still new.